Hallo, hier seht ihr die Differenzierungstafel nach dem McKinsey-Konzept, welches ich entworfen habe in Vorbereitung zu meiner Prüfung in dem McKinsey-Konzept. Ich bin halt den gesamten Befund halt durchgegangen und habe Punkte Lokalisation halt, Dauer der Episode bin ich immer alles durchgegangen und dann halt geguckt, ne, was kann was sein, das ist schwarz. Was es nicht sein kann, ist grau hinterlegt, sodass man halt die ganzen Dinge halt rausschmeißen kann, wenn man das halt durchgeht. Ne? Wie ihr seht, ne? Eine ganz schöne Fleißarbeit. Hier unten haben wir nochmal eine kleine andere Tafel. Dann hier halt hier nochmal Entzündungsphase oder Gewebeheilung. Phasen. Und hier nochmal die neurologischen Sachen. Und damit hat man, denke ich, die wichtigsten Sachen halt im Überblick auf einem Ding. Die Tafel ist eigentlich auf DIN A1 entworfen. DIN A2 kann man auch noch ganz gut ausdrucken. Und wenn ihr das zu Hause mal auf A4 ausdruckt, das ist schon ziemlich klein so. Aber vielleicht hilft es euch ja. Falls ihr halt ein Fehler halt entdeckt, so gerne Bescheid sagen, dann korrigiere ich das umgehend und ja, das Ganze stelle ich euch natürlich zum Download bereit als PDF. Tschüss.